Willkommen zurück. Wir sind jetzt beim Fenster 2 Punkte. Für dieses Video solltest du bereits die allgemeine Form der Geradengleichung kennen, also sprich y ist gleich k mal x plus d. Und dein Ziel für dieses Video ist es, selbstständig eine Textaufgabe zu lösen. Wir haben hier ein Textbeispiel, in dem wir zwei Punkte gegeben haben, durch diese zwei Punkte soll eine Gerade durchgehen. Und unsere Aufgabe ist es dann, die Geradengleichung zu finden, die Gerade beschreibt, die durch diese beiden Punkte durchgeht. Die Aufgabe lautet nun, eine Gerade verläuft durch die Punkte minus 3, 5 und 4, minus 1. Ermittle die Gleichung y ist gleich k mal x plus d. Wie bereits erwähnt, haben wir hier in diesem Beispiel nicht einen Punkt und eine Steigung gegeben, wie zuvor, sondern wir haben zwei Punkte gegeben und wir sollen die Gleichung jener Geraden ermitteln, die durch die beiden Punkte durchgeht. Das heißt aber auch, wir können hier für die Steigung k nicht direkt einen Wert einsetzen, weil wir die Steigung nicht kennen. Das heißt, was können wir machen? Wir können die beiden Punkte verwenden, um uns aus den Punkten einen x-Abstand, also eine Änderung der x-Koordinate zu berechnen. Das heißt, wir beantworten die Frage, wie weit liegen die Punkte auf der x-Achse auseinander, und dann schauen wir, wie weit liegen die Punkte auf der y-Achse auseinander. Damit haben wir dann eine x-Änderung und eine y-Änderung, und mit diesen Werten können wir, wie wir bereits wissen, die Steigung berechnen. Die Steigung k ist ja schließlich definiert als das Verhältnis einer y-Änderung zur zugehörigen x-Änderung, also zum Delta y durch Delta x. Mit diesem Vorwissen versuch nun bitte kurz selbstständig das Beispiel zu lösen und pausiere dazu das Video. Gut, schauen wir zunächst hier die x-Koordinaten an. Und zwar, wir haben hier die x-Koordinate minus 3 und hier 4. Minus 3 liegt auf der x-Achse weiter links. Das heißt, wir benennen diese x-Koordinate ganz einfach als x1. Und 4, diese x-Koordinate, bezeichnen wir als x2. Die zugehörigen y-Koordinaten 5 und minus 1 bezeichnen wir dann einfach als y1 und y2. Nun, da wir das erledigt haben, können wir den x-Abstand zwischen den Punkten berechnen und auch den y-Abstand. Beginnen wir mit dem x-Abstand Delta x. Diesen berechnet man, indem man den größeren x-Wert, also den, der weiter rechts auf der x-Achse liegt, minus dem kleineren x-Wert rechnet. Das heißt in unserem Fall x2 weniger x1. Dann bekommen wir 4 minus minus 3 und unser x-Abstand, also das Delta x, ist somit 7. Nun, den y-Abstand zwischen der beiden Punkte bekommen wir ganz ähnlich. Das Delta y berechnen wir, indem dass wir y2 weniger y1 rechnen. Das y2, also die zweite y-Koordinate, ist hier minus 1 und die erste y-Koordinate ist 5, das heißt minus 5, und insgesamt erhalten wir damit minus 6. Da wir jetzt die x-Änderung und die zugehörige y-Änderung berechnet haben, können wir nun für die Steigung einsetzen. K ist gleich minus 6 durch 7, also minus 6 Siebtel. Nun können wir die Steigung in die Geradengleichung einsetzen, das heißt y ist gleich minus 6 Siebtel mal x plus d, und den Wert für d, also den y-Achsenabschnitt, können wir nun berechnen, indem dass wir einen der Punkte hier in die Gleichung einsetzen, also die x-Koordinate und die y-Koordinate einsetzen und dann die Gleichung auf d umformeln. Machen wir das vielleicht ganz einfach mit dem ersten Punkt hier. Hier ist die y-Koordinate 5. 5 ist gleich minus 6 Siebtel mal
minus 3 plus d. Dann erhalten wir hier 5 ist gleich minus 6 Siebtel mal minus 3 ist insgesamt dann 18 Siebtel plus d. Das heißt, jetzt bringen wir die 18 Siebtel auf die andere Seite. Das heißt, wir rechnen minus 18 Siebtel. Damit erhalten wir dann d ist gleich 5 minus 18 Siebtel. Bringen wir das vielleicht noch auf einen Bruch. 5 ist ja das gleiche wie 35 Siebtel. Und dann haben wir 35 Siebtel minus 18 Siebtel. Das heißt, insgesamt kommt dann raus für den Y-Achsenabschnitt D 17 Siebtel. Und nun haben wir auch das Beispiel schon fast gelöst. Alles, was noch fehlt, ist die Geradengleichung nun auch wirklich hinzuschreiben. Y ist gleich minus 6 Siebtel mal x plus 17 Siebtel. Und damit ist die Aufgabe gelöst.